Zurück, ich bin gerade im Gespräch. Begeistert. Okay, soll ich tatsächlich gar nicht viel. Mir ist nur ein bisschen langweilig. Bist du ein Trailer, Mark? Ich bin ich stehe Route 68 und wollte jetzt Richtung Goldfluss fahren. Kurz mein Gefährt wechseln. Alles gut. Macht dir keinen Stress. Ich bin tatsächlich gar nicht so weit weg. Ich bin gerade höchst stauber. Wo bist du in Sandys? Ich stehe direkt quasi hinter der Abfahrt vom West Highway. Quasi unter den Weinkram da. Ja, wir treffen uns am Goldfluss, würde ich sagen. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Ach, fick dich. Thank you.
ist mein Bluetooth-Headset ausgegangen hier. Ich bin gerade auf dem Motorrad. Alles gut bei dir? Ah, okay. Ja, du hattest uns vorher angerufen. Ja. Da war ich aber noch nicht aus dem Haus. Ja, ich wurde gestern hops genommen und andere aus meinem... Ach du Scheiße. Ja, pass auf, andere aus meinem Umfeld wurden über mich ausgefragt und haben dafür Kugel kassiert und viele haben sich die Handgelenke gebrochen. Oha. Deswegen wollte ich euch nur vorwarnen, falls irgendjemand was über mich fragt, bitte dann kein Risiko ein, ihr verletzt Cookies. Werdet, sagt einfach, was ihr wisst. Nö, warum? Du verkaufst Cookies und arbeitest im Casino. Ja, mach ich so. Ja, genau. Ja, die haben wegen meinem Leben Business gut geboren. Ernsthaft? Ja. Die zieht doch einen Scheißdreck an, oder? Ja. Egal, ich tauche ein bisschen unter, wo das hier beschrieben ist. Ja, okay, alles klar. Wissen die anderen denn hier auch von deinem Leben Business oder wo sind euch das? Nee, weiß keiner weiter. Ja, weil ich hab's keinem erzählt, also konnte ich auch nichts wissen, also von daher alles gut. Und offiziell weiß ich auch nichts. Per se, auch wenn Nick oder irgendwie nach mir fragt. Ich hab's nicht gesehen. Ja. Auch nichts von dir gehört. Letztes Mal hier im Park, wo er daneben stand. Ja. Leider deuten im Moment alle Indizien darauf hin, dass es in die Richtung geht. Ja, also. So, ich tauche erstmal ohne. Okay. Ne, alles klar. Pass aber auf dich auf, ne? Na klar. Und entspannt euch. Okay. Mir passiert schon. Ja. Hoffe ich. Tschüss. Okay, bis dann, tschu. Ja, ich bin am Goldfluss. Komm mal hier hoch zum Bauen, bitte. Ist das, ja. Hola. Wie siehst du denn aus? Ja, Mahlzeit. Tag. Alles gut. Kann man helfen? Nee, wir wollen uns nur unterhalten. Alles gut. Achso, es tut mir leid. Was los? Lass mal ein Stück. Muss nur ein bisschen untertauchen gerade. Ja, so siehst du aus. Ja. Manchmal ist das besser. Was wann gestellt? Ich habe nichts angestellt, aber Freunde und Familie wurden eingepackt und es wurden Fragen über mich gestellt. Deswegen ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Aha. Ja. Du hast mich nicht gesehen und nicht gehört. Alles gut. Ich weiß von nix. Ja, ach, weiß ja auch keiner, dass wir uns kennen. So, alles gut. Ah, ja, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Wollte mich eigentlich vorhin mit einem Kumpel treffen, aber irgendwie ist mir, hat mich dann jemand von zu Hause angerufen. Da war ich ganz lange noch im Haus und dann bin ich rausgekommen, dann ist er schlafen gegangen. Das war so ein bisschen doof. Aber Ja, so ist passiert. das manchmal. Und ihr seid fleißig am Arbeiten, ja. Ja, was heißt fleißig am Arbeiten? Das ist jetzt erste Tour heute quasi. Das fange ich gerade erst an. Ja. Ja, und halt, ne? Ich habe mir ja den Dings hier, den besser, Landstalker geholt. Und der ist jetzt auch nicht so das größte Auto. Nee, Aber ausreichend. ja. Gold, das ist, glaube ich, ganz angenehm, das eher mit einem kleineren Auto zu machen. Obwohl, es nimmt sich nichts von der Zeit eigentlich. Ja, das hat mich auch überrascht, als ich ihn dann gekauft hatte. Der ist echt langsam. Was hat ein Jeep? Der ist ein bisschen schwerer. Der fährt nicht so schnell. Das ist Aber mir dann auch auf seine aufgefallen. 110 kommt er auch, wenn man ihn gut fährt. Nur wenn man ihn tritt, ne?
Ja, ein bisschen bergab Rückenwind. so ein bisschen muss sein, aber Ja. schafft man. Wenn Wenn man der halt genug Schwung hat. umsteigt, wenn man umsteigt von der Hellfire in das Auto, dann ist man, merkt man den Unterschied halt ziemlich Mag den krass. Landstalker ganz gerne. Man muss ja nicht immer nur schnell fahren. Es macht Spaß, Du schnell zu darfst in der Stadt auch nur 50 fahren. fahren. Ich fahre in der Stadt auch nur 60. Macht nur keine. Nee, also lass dich hier nicht von abschrecken. Es gibt halt Menschen, die denken, ich hätte was getan, beziehungsweise jemand hat Sachen gesagt, dass ich mit gewissen Dingen zu tun hätte, dem ist nicht so. Und dafür wurden Freunde eingepackt und gefoltert. Und Sympathisch. ja, ich versuche das gerade zu klären so, aber solange bleibe ich auch ein bisschen abgetaucht. Ja, ist dann wahrscheinlich auch besser so. Ja, da ich nicht hundertprozentig weiß, wer hinter steht. Es gibt zwar reichlich Indizien, aber ja, ne, wenn du keine Beweise hast. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, ist halt scheiße. Und ich sag mal, wenn die dir wirklich dahinter stehen, kann ich sowieso nichts machen. Fassen wir die Hände. Okay. Ja. Aber so ist das manchmal. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint hier auf der Insel. Kann ich mir vorstellen. Zumindest nicht, wenn man so lange hier ist wie ich. Du kennst wahrscheinlich auch jeden Dritten hier beim Namen, oder? Ja, aber das macht es halt auch gefährlich, ne? Wenn irgendwelche Gruppierungen denken, hey, ne, die ist da viel oder ne, die kennt jeden, ja, habe ich halt auch Informationen deren Meinung nach und die spinnen sich da irgendwas zusammen. Oh, wow. Ja, Und da gut. lebt man dann vielleicht mitunter auch mal etwas gefährlicher, weil die Leute einfach nicht glauben, was man sagt, weil sie dann lieber Kriminellen glauben als ja, mir. Ich mir auch denke, okay, nie jemanden anders dazu gegeben, mir nicht zu vertrauen oder weiß ich nicht, dass ich irgendwas weiter sage. Aber ja. Wenn die das Spiel so spielen wollen, ich spiele da nicht mit. Ich mache, dass ich mich bedeckt halte und warte, was passiert. Aussitzen. Du sagst Bescheid, wenn du irgendwie ein Auto brauchst, dass niemand weiß, dass Ich habe du genug irgendwie. Autos, die niemand kennt. Glaub Okay, mir, gut. wenn ich was hab, da sitzt Papiere und Schlüssel von Leuten, die nicht mehr da sind. Ja, gut. Es ist Ja. natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, und ich habe selbst ja auch genug Autos. Insofern, das passt schon. Ich weiß, wie ich untertauchen muss, kann, darf, soll. Kennen die Insel gut genug. Wenn man lange genug da bist, auf jeden Fall. Ja, dann weiß man, wo man hingehen kann, wo einem nichts passiert. Insofern mach dir keine Sorgen. Wenn du eine Woche nichts von mir hörst, dann kannst du dir vielleicht mal Sorgen machen, wenn ich nicht gesagt habe, ich bin weg. Oder jemand weiß, dass ich weg bin. Hast du Takashis Nummer? Nee, Ja. überhaupt nicht schon mal wach. Ich weiß gar nicht. Den habe ich auch schon 2 Tage nicht mehr gehört. Wer? Takashi. Ach, der wollte mir eigentlich seine Nummer geben und dann gingen diese Kopfschmerzen dabei los und Ah, dann okay. sind wir nicht mehr dazu gekommen. Naja. Aber ich kann dir gerne seine Nummer geben, wenn du möchtest. Ich werde dann gleich wieder weiter. Ich halte mich gerade nicht lange irgendwo auf. Ja, alles cool. Ja, doch, dann sag mal und dann habe ich ihn und dann passt es. Nur für den Notfall, wenn du nicht weißt, Bett? was los ist. Nur für den Notfall, wenn du nicht weißt, was los ist. Ja. 555 Alles gut. Jo. 145 9933. Okay. Und Gut. der heißt Takashi. Takashi. Okay. Stopp.
Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, ich habe keine Ahnung. Ach, ist doch egal, ob du weißt, wer es ist. Ja. Ich muss dann weiter. Pass auf dich auch und jo. Viel Spaß beim Gold machen. Danke. Dann. Meerschweinchen lässt dich aber nicht in Ruhe. Ja. Das ist was, was mich immer verraten würde. Lass dich nicht erwischen. Niemals. Busen. Ja. Ja, schieb mal. Hallo. Hi. Gut bei dir? Weiß ich nicht. Hallo? Weiß ich nicht. Warum, was los? Sagen wir so, ich habe meinen Zug gemacht, jetzt der Kiez dran. Und so lange bleibe ich untergetaucht.
Achso, hast du jetzt nochmal einen Zug gemacht oder meinst du heute Morgen? Bleib mir da. Ich hatte vorhin nochmal ein Gespräch mit Frank und Chan. Ah, okay. Und das ist damit geendet, dass ich Frank den Schlüssel von Nick gegeben habe und gesagt, gib den Nick, ich bin fertig mit euch. Hab mich umgedreht, bin auf mein Motorrad gestiegen und gefahren. Okay. Ja. Okay. Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Also, ich tauche auf jeden Fall erstmal ein paar Tage unter. Wenn jemand fragt, keine Ahnung, bin krank oder was weiß ich, denk dir was aus. Du hast ja, hab ich schon. Vollmacht. Ich habe eben nochmal aufs Konto geguckt. Hattest du noch irgendwas abgebucht? Nein, gar nichts. Nee? Ja, muss ich nachher. Ich war bis jetzt am Konto noch nicht dran. Ja, ich hab da nur, wo du mir das gesagt hast. Außer natürlich, ich weiß halt nicht, wie das läuft. Also wenn du bei der Metro einkaufst, geht's vom Casino-Konto runter. Ja, das weiß ich, genau. Aber wenn ich jetzt privat für mich Sachen, wie jetzt bei, ich habe jetzt Tokyo Sushi gekauft und damit Karte bezahlt. Nein, das geht nicht. Nee, dann war ich auch auf jeden Fall nicht dran, also. Nein, alles gut. Weil mich interessiert, solange ich keine Auszahlung habe, interessiert mich das Konto auch nicht, ganz ehrlich nicht. Ganz ehrlich, André, ich weiß nicht, wenn es sich wirklich rausstellt, dass die Jungs da involviert sind oder dafür verantwortlich sind, was passiert ist, weiß ich nicht, wie ich mit denen noch arbeiten soll. Dann musst du Geschäftliches mit denen besprechen, wenn was ist, dass ich dir weiterleite. Ja, ich hatte ja vorhin auch noch ein Gespräch mit Jabba. Der hat mich ja in der Situation, wo wir da zusammen standen, einmal angerufen. Mhm. Und danach hat er mich ja auch nochmal angerufen und dann war ich ja auch gerade zuvor am EMS. Dem, was hast du mit Java gesprochen? Ja, ich habe ja gestern das Nick erzählt mit dem, mit Java. Ich weiß jetzt nicht, ob Nick das weiter erzählt hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat Java gesagt, er hat ganz normal mit mir geredet, also er hat auch rumgealbert. Er hatte erst eine Baseballschläger draußen, sagte dann aber nur Spaß und so alles. Dass ich halt mein Maul halten soll wegen ihm, weil er damit ja nichts zu tun hat. Das ist ja jetzt ein doofer Zufall und ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich es dir gesagt habe, sondern nur ihm halt gesagt, dass ich nur Nick gesagt habe, weil er sowieso zu euch gehört. Und fertig war. Mehr habe ich zu ihm nicht gesagt. Dann hat er gesagt, ja, dann ist ja alles gut und dann ist er wieder gefahren. Und ich bin halt auch dann ins EMS und habe mich behandeln lassen. Also eigentlich nichts Böses da gewesen. Aktuell. Ich mache aktuell ganz normal weiter, als wenn nichts passiert ist. Mach Casino ganz normal, hat auch von der Einzahlung, hat er schon wieder eine Registration. Ja, das hat also ja auch nichts mit dem Casino zu tun, das was Persönliches. Ja, ja, deswegen, ja. Also ich verhalte mich, als wenn ich nichts wüsste, als wenn alles ganz normal ist. Ja, wie alle anderen auch. Ich habe auch nur wenigen Bescheid gesagt, dass es gerade so ein bisschen kritisch ist. Ne, Leuten, die ich vertraue, die zumindest wissen, dass ich gerade erstmal ein bisschen untertauche und alle anderen werden gar nicht involviert oder Bescheid gesagt. Ne, kann auch sein, dass ich das Telefon ab und an mal weghaue, so, ne. Wenn ich mich nicht innerhalb von 24 Stunden melde, dann kannst du dir Sorgen machen. Ja, also ich will wenigstens einmal am Tag einen Anruf von dir haben, ob ich da dran gehe oder nicht. Ja, ich weiß, alles gut. Das ist, du sagst jetzt, ja, du kommst sowieso morgen nicht aus der Bude, dann weiß ich wenigstens Bescheid, aber sonst... Weiß ich noch nicht. Wenn, dann würde ich nochmal Bescheid sagen. Ja, das wäre gut. Dass ich mir nicht so viele Sorgen mache, weil, falls du dich dann nicht meldest. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Pass bitte auf dich auf. Na klar. Wenn was ist, kannst du mich immer anrufen, ich helfe dir, egal bei was. Ich bin Meisterin unterzutauchen, glaub mir. Ja, ja, aber wenn irgendwas ist und du Hilfe brauchst, ich dir was bringen soll oder so, ruf gerne an. Nee, nee, ich komm schon klar, danke. Okay. Bis dann, tschüss. Tschüss.
Was hast du mir zu beichten? Ich hab dir gar nichts zu beichten. Ich wurde gestern eingepackt, Kellerin wurde eingepackt. Ich hab alles mitbekommen, ich werd grad verfolgt gefühlt. Du bist verfolgt, wo bist du? Bei Kickerwehr. Ja, ich bin grad Weingut, Ja, ich hab ein paar Leute von mir gerade am Hals, aber der Jugendler verfolgt es die ganze Zeit schon. Das ist halt Kids, das habe ich schon gesehen. Ja. Ich vermute auch, dass der Kids dafür verantwortlich ist, dass Feli die Hände gebrochen worden sind und Keller eine Kugel gefangen hat. Weil sie gestern die beiden, ne, wenn es wirklich der Kids ist, ausgesprochen haben über mich, über mein Nebenbusiness und natürlich auch über euch. Ja, aber was kann ich denn? Also ich kenne dein Nebenbusiness nicht. Nee, das kennt kaum einer. Darum geht's ja. Und die wollten wissen, was es ist. Ich hab dich noch zu voll. Ich hatte vorhin auch ein Gespräch mit Frank und Chan. Da habe ich auch nur gesagt, ich bin fertig mit euch und bin halt gegangen. Ja, und jetzt? Nein, keine Ahnung, ich bin untergetaucht. Aber, ja, aber das ist das Ding so. Das Fischer. Wo bist du? Ich bin gerade im Live-Mail vorbeigefahren. Ja, aber das ist untertaucht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich kann jetzt auch nicht diese ganze Woche jetzt hier irgendwelche. Nein. Erklären das, wo bist du? Ich fahre jetzt gerade Richtung Stadt. Ja, jetzt bin ich live in Vader vorbei. Halt mal irgendwo kurz. Ja, wir sind hier beim Regierungsdienstbums. Ja, es kommt ein schwarzer Jubel, ich kann nicht stehen bleiben. Ja, ich bin da, warte. 3, 2, 1, auf welcher Seite bist du? Direkt vorne. Jetzt fahre ich gerade weiter Richtung. Vorne, ich bin vorne. Ja, ich bin direkt Motorrad. Ja. Und hier stehen wir. Bin ich schwer. Dann lass mal kurz irgendwo in die Seitengasse oder so fahren. Ja, lass gerade vor. Bist du noch dran? Ja. Ist der Wagen vor mir auch von euch? Ja, ja. Okay. Ja. Ich bin vorne. Ja, warte. Ich bin abgedreht. Scheiße. Der Jugula ist immer noch hinter euch. Ich bleib hinter dem Jugula. Seid ihr gerade aus Richtung Musiker? Ja, ich fahr weiter geradeaus. Was ist denn los, ey? Ich bin wieder. Da kommt noch mehr. Ja, ja, ich weiß. Aber auch. Ich bin dran. Ich fahr mal Richtung PT, da sind wir wenigstens safe. Ja, voll spannend immer wieder. Ja, so ist das, wenn man eine Schwester hat, die extra Verkauf ist. Sorry. Kann auch mal nach hinten losgehen. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Weiß kaum einer Bescheid, so, ne? Ich hab die Wichtigsten nämlich gewarnt, aber Feli hat's halt gestern schon erwischt, ne? Ich bin voll vermummt, ihr müsst mich mit reinnehmen. Au. Hola. Oma. Merkst du selber Maske ab? Ich würde da nicht mit Maske reingehen. Du klärst es ihm. Hey, wir haben keines Problem tatsächlich. Ich habe auch versucht, mehrfach die Leute anzurufen. Geht aber keiner dran. Wir werden momentan, also ich werde momentan gesucht von einem netten Ding namens Kiez. Ich? Ja. Woher weißt du, dass der Kiez das ist? Ja, so unauffällig, wie ja. Die da langfahren. Die Dame, und die immer von der Kennzeichen nicht sehen. Die untertauchen muss, ja. Macht halt Sinn. Weil der ist das. Die kommen alle böse. Von dieser Richtung. So. Diese ganze Geschichte, diese ganz Person, die ist dann halt abgehauen davon. Und jetzt verfolgt uns seitdem halt die ganze Zeit Jugula und so durch die Stadt. Mehrere Jugulas. Und jetzt bin ich hier kurz hierhin. Und die Dame, die da maskiert ist, die, ja, wegen der ist das Ganze.
braucht dringend Schutz. Dringend Schutz. Hey, bitte? Ja, wäre gut. Ich weiß nicht, ich habe wie gesagt Leitstelle angerufen, ich habe auch Ali angerufen. Ali meinte, es soll Fischer direkt anrufen. Fischer geht aber nicht dran, beziehungsweise drückt mich weg. Leitstelle geht auch keiner dran. Ruf ich mehrfach an. Jo. Warte, ich komme gleich wieder, ja? Mhm. Ja, wie, woher ich das weiß, weil das mir gesagt wurde. Von wem? Dass die Vermutung steht. Und ich habe eben war hier, wurde mir gesagt, dass Nick das auf dem Motorrad war, der bei uns in der Firma stand. Hatte der Maske um oder war es Nick? Nee, keine Masken. Wir haben alle keine Masken. Wir wollen dann auch folgen. Keine Masken hat. Ja, einmal folgen. Ja. Dann anfahren. Immer was Neues. Sorry. Die werden es ja wohl kaum wagen, deswegen hier reinzustürmen, Alter. Ja, aber trotzdem, es wird in Zukunft nicht besser werden. Wir klären das. Ja, was soll ich machen? Was ist ja, mit? Nee, alles gut, aber es, wie gesagt, wird es trotzdem wieder. Ich habe einen speziellen Auftritt für dich. Wir kommen gerade zum Büro. Dann wird konstruiert. Ist das Büro? Ah, ist richtig. Okay, bis gleich. Ich teile meine Identität nur mit Hotch, ne? Oh. Renn mal gegen die Haustür. So. Meine Damen und meine Herren, das ist Detective 2 von der DTU. Die können Sie sich vertrauensvoll unterhalten. Sie können gerne ins Büro hintergehen, da können Sie ihm alles erklären. Er wird sich der Sache annehmen. In Ordnung. Wieso lagen Sie jetzt da? Ich dachte, Sie sind in Gefahr. Ja, ich kenne Officer Shark. Ja, das ist in Ordnung. Ich weiß in Ihrer Situation wäre mir nicht zu lachen zum Bruder. Glauben Sie mir, es ist verworrener, als man denkt. Ja, ich gehe mit Stress leider etwas anders um, es tut mir leid. Gut, gut, ja. Gut. Dann. Gut, du weißt Bescheid, es ist sein Fall. Okay. Lass dich instruieren, lass dir alles erklären. Ansonsten, wenn du jemanden von der CTF brauchst, dann fordere ihn an. Ja. Da reicht das CTF nicht. Bin ich jetzt beim Psychologen? Oh ja. Das Sofa sieht aus wie ein Psychologen. Ich will sie nicht. Ja, ich will sie nicht enttäuschen, Officer Shark. Aber ich bin kein Verräter, keine Snitch und es ist nur gerade ungünstig, weil mein Bruder mit in Gefahr ist, wenn sie ihn jetzt gerade schon verfolgen. Ja, Indizien weisen auf den Kiez hin. Ich kann es nicht mit Sicherheit bestätigen, aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen in meinem Umfeld gerade verletzt und eingepackt werden. Insofern haben wir uns entschieden, kurz hierher zu kommen. Eine Anzeige machen oder eine Aussage? Nein. Sondern? Sie möchten schutzhaft... Nee, vielleicht 10 Minuten mit meinem Bruder alleine reden, wenn es in Ordnung ist. Also sie haben sich jetzt als BD gewählt, um allein mit ihrem Bruder reden zu können. Heißt nicht, dass ich nicht vielleicht gleich noch mit Ihnen rede, aber ich muss gerade mal meinen Kopf sortieren, wenn es in Ordnung ist. Das ist ein wenig viel, was passiert ist. Also okay, es ist auch ganz einfache Geschichte. So, wir können das ja mal ganz so einfach abschützen, weil es geht auch immer um eine ganze Firma, die gerade dahinter steht. Alle Security sagt nämlich schon was. So, wir standen an der Firma, diese Situation, die gerade passiert ist, das, was ich nicht sagen möchte, ist mir auch egal, das ist ja in ihrer Geschichte, aber das würde halt überspitzt auf mich und mir wurde dann schon von anderen Personen gesagt, dass es sein kann, dass ich dann halt mitgenommen werde.
So, diese Geschichte ist aber so weit gekommen, dass es jetzt mittlerweile auf die Firma zurückläuft, weil die halt mit ihren Jugulas und was weiß ich, was die eben alles gefahren sind, zur Firma gefahren sind und auch so wie mich, so wie auch meine Mitarbeiter so ein bisschen eingeschüchtert sind dadurch. Das ist das Problem, was mich... Da lang gefahren. Das ist das Problem, was mich momentan ist. Weil wenn die was gegen mich persönlich haben oder mich persönlich wollen, okay, sind das gerne, aber nicht im Namen, also nicht von der Firma aus. Da lege ich absoluten Wert drauf. Weil meine Mitarbeiter sollen da nichts passieren. Das hat nichts zu tun. Okay, Sie müssen jetzt einen Ansatz geben, ne, wenn ich da ermitteln soll. Auf was hin soll ich da ermitteln? Also Sie möchten keine Anzeige wegen des Vorfalls machen, Sie möchten auch keine Aussage wegen des Vorfalls machen. Sie möchten mir jetzt noch mitteilen, dass Ihre Firma in Gefahr ist. Nee, ich selber kenne den Vorfall nicht persönlich. Wie gesagt, mir wurde nur was erzählt und deswegen kann ich dazu keine Aussage machen. Ich weiß nicht, ob die Person Scheiß erzählt hat oder nicht. Mir geht es nur darum, dass diese Situation, die passiert ist, so weit geführt hat, dass ich in Gefahr bin. Darum geht es. Und Sie wissen, warum Sie in Gefahr sind. Meinen ja, Sie ihn oder mich? Nein, den Herrn Nefi. Ich vermute, wie gesagt, das wurde mir nur so zugetragen. Ich selber weiß die Situation nicht. Ich war nicht dabei, weil ich gestern im Haus war. Ich bin heute Morgen aus dem Haus gekommen. Lassen wir den Fall der Dame jetzt beiseite, weil sie eine Aussage oder eine Anzeige machen will und nehmen ihre Aussage dazu auf. Sie müssen sich jetzt nicht an den Fall wenden, sondern was halt Sie betrifft. Aber irgendwo brauche ich ja einen Ermittlungsansatz. Ja, der Ermittlungsansatz ist, dass halt mehrere... Ich kann gerade nicht. Dass mehrere Fahrzeuge bemannt... Ist FIB Agent Hodgner da? Das ist der Einzige, mit dem ich reden kann. Ne. Im Moment nicht. Wir haben Harris. Nee. Es sind mehrere bemannte Fahrzeuge an die Firma vorgefahren. Ja, Moment, jetzt muss ich erstmal das Protokoll fertig machen. Ich weiß halt, aber ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, ne? Ich weiß halt jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ich bin hier ins PD gekommen mit der Bitte, helf mir, ich weiß gerade nicht weiter. Weil ich von Fahrzeugen verfolgt werde, die Potenzial haben, mich einpacken zu können. Also, dass ich potenziell in Gefahr bin. So, und jetzt muss ich eine Aussage tätigen über Leute, wo ich nicht zu 100% weiß, ob die was von mir wollten, Schweres. Deswegen sind ja wir hier, um zu ermitteln, ob das die Leute sind und was die von ihnen wollen. Ja. So, das war Herr... Ne, haben Sie einen Ausweis für mich? Herr Leikiu, glaube ich, war das. So. Und gucken wir uns das. Debbie ist gerade schwierig. Ist Ella da? Die kann dir sagen, was los ist. Die ist nicht da. Dann erzählen Sie mir mal, was ist passiert. Die ist nicht da. Ich muss mal kurz in die Ecke. Ich stehe nämlich gerade komplett inkognito, voll maskiert, oben im PD. Weil gestern Leute eingepackt worden sind, unter anderem Callahan und Celestia, weil jemand gebohrt hat, was mein Nebenbusiness sein könnte. Und Callahan hatte nichts Besseres zu tun, als den Geiselnehmern zu sagen, es wäre ein Informationshandel, beziehungsweise ich hätte was mit Waffen zu tun. Anstatt die Wahrheit zu sagen, dass es ein Fotomodel-Business ist. Und jetzt ist Leafy in Gefahr, Celestia wurde verletzt, ich bin quasi auf der Flucht, beziehungsweise ja, inkognito unterwegs und ja, ich weiß nicht, was ich gerade noch tun soll. Das läuft gerade in eine völlig falsche Richtung hier. Nur deswegen. Ja, ich bin mit mir auch selber gerade am Ring. Ich überlege, ob die Ära hier oben ein Ende nimmt. Ganz ehrlich, das kann für mich auch tödlich enden. Ich weiß nicht, wie der Tag heute ausgeht, Tabby. Oder die nächsten Tage, was passieren wird. Im Moment ist alles ziemlich kritisch. Aber warum sollten die dich dafür umbringen? Die wollten was über, irgendwer will was über mein Nebenbusiness erfahren und im Moment deutet alles auf den Kiez hin, weil Chan immer der Einzige ist, der gebohrt hat und ich halt nichts gesagt habe. So, warum auch? Das ist was Privates. Ja,
Und gestern hat er wieder gebohrt und ich habe halt wieder nichts gesagt. Ich habe gesagt, es geht ihn halt nichts an. Und dann hat er überlegt, wer es wissen könnte. Und ja, bestimmt Callahan und bla und keine Ahnung. Und im Laufe des Abends wurden auf einmal Callahan und Celestia und so eingepackt und verletzt. Und nur weil sie auch die Klappe gehalten haben. Aber dafür hat Callahan was viel Schlimmeres gemacht, nämlich zu sagen, ich hätte was mit Informationshandel zu tun und mit Waffenhandel. Und das, The fuck? Ja. Und jetzt denkt der Kiez natürlich, ich wäre eine Verräterin oder Nick hätte damit was zu tun oder ich weiß nicht, ob er was mit zu tun hat. Er sagt nein, ne, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob es der Kiez ist, aber alle Indizien, ne, deuten einfach darauf hin. Und ja, gerade wurde Nefi verfolgt und ich habe mich damit rangehangen und die sind natürlich ins PD jetzt geflüchtet. Haben hier kurz um Schutz gebeten. Ich habe auch meinen Ausweis nicht gezeigt. Die wissen nicht, wer ich bin. Ich bin sogar voll vermummt hier. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Werd wahrscheinlich gleich verschwinden. Keine Ahnung. Okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Alles klar. Mhm. Dann pass auf dich auf. Ja. Pass auf, du auf dich auf. Mach ich. Okay. Bis dann. Bis dann, Tulu. Sie der Schlüssel zu dem ganzen Irrwarr. Aber sie möchte im Moment noch aus Schutz vor Repressalien sich bedeckt halten. Richtig. Aber das ist ja dann ihre, da kann ich dann nichts zu sagen. Richtig? Ich? Der MPD. Ja, dann macht mal euren Dienst. Wohl. Ja. Probleme mit. Jo. Einer bekannten. Ihr werdet beobachten. Ja. Person. Ja, okay, ist klar. Und? Ja, jo, tschüss. Jo, mach ich. Also, meine Kollegen meinten auch gerade, dass draußen vor der Tür halt ein paar Leute irgendwie warten sollten. Ja, als Wort, dann hat sie da erledigt. Person. Und sie wollen über mich an Informationen rankommen. Okay. Und ihr Verlobte ist jetzt nur zur seelischen Unterstützung hier oder hat die noch was? Die war die ganze Zeit dabei. Die ganze Zeit dabei. Bis auf dieses Gespräch, wo ich das erfahren habe, dass eventuell potenziell Gefahr gegenüber mir herrscht. Dann bleiben wir Zeugen des Vorfalls. Ich habe auch noch nicht verstanden. Wer hat dir das denn gesagt, dass du in Gefahr bist? Celestia. Ja, okay, das ist richtig. Logisch. Frau, Sie sind Frau. Warte, ich gebe dir meinen Außen. Das wäre nett. Das wäre besser für... Ne? Bessie Parker. Kommst du kurz? Ja. Ich werde am besten gleich verschwinden. Weiß, ich habe gerade schon gehört, dass sie vor der Tür gammeln. Toni? Hm? Was? Die gammeln vor der Tür? Ja, meine Mitarbeiter waren ja noch unten und die haben gesagt, dass die ganze Zeit jemand spottet und die ganze Zeit hin und her fährt. Alles klar. Dann bleibt ihr in Sicherheit. Keine Ahnung, verschanzt das, guckt, dass du nicht eingepackt bist und ich verpiss mich jetzt. Ja, aber das Ding, ich weiß halt nicht, was die von mir... Also du kennst oder die Situation. Ich gehe hin und beende das. Nein, ich weiß alles nicht, wie gut. Das für mich ausgeht. Nein, aber du kennst die Situation zwischen Keith und mir. So, also eigentlich sind wir eigentlich ziemlich gut. Und ich verstehe das jetzt halt ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Ich bin Drama los, Mann, weil die hätten ja eben auch häufig aussteigen können, reden können. Ja. Wo haben sie denn nicht gemacht? Ja, was willst du machen? Willst du dich auch einpacken lassen, die Hände brechen? Oder? Ja, das meine ich ja, aber ich verstehe halt nicht, aus welchen, also welchen Hintergrund die das bei mir machen sollten. Callahan halt das... hat gesagt, ich hätte mit Waffenhandel und Informationshandel zu tun. Ah. Callahan wurde gestern eingepackt, hat dafür eine Kugel, ich meld mich, hat dafür eine Kugel gefangen. Ja, aber der hat's auch verdient. Ja. Aber anstatt die Wahrheit über das Nebenbusiness zu sagen, was weitaus weniger schlimm ist, weil es nur ein scheiß Fotomodeljob ist, hat er ihnen, den Geiselnehmern gesagt, ich hätte was mit Waffenhandel zu tun und würde Informationen verkaufen. Ergo, wenn es wirklich der Kiez ist, denken die, es sei ein Snitch. Ich hatte heute ein Gespräch mit Frank und ich hatte vorhin ein Gespräch mit Frank und Sean
Und ich habe auch zu Frank gesagt, dass es keinen Sinn macht, dass ich eine Snitch wäre, weil ich schon so lange mit in ihrem Umfeld bin. Ich mache die Abrechnung für unsere Unternehmen, ne? Ich stehe Bishop Loyal gegenüber. Ich so, was ist das für eine Scheiße? Warte mal, Officer, ja. Ich... Ist gerade wichtig? Ja, ich kann gerade nicht. Jo. Ja, aber was hat's denn dran? Gebe ich jetzt nicht schon das nächste sagen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es sicherer finden, wenn sich gar keiner mit mir sehen lässt in nächster Zeit. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn jetzt der Fall sein soll? Die sollten mich, soll ich dann sagen, dass du einfach ein Model-Nebenbusiness hattest? Nee, natürlich, sag die Wahrheit. Ich mache zusammen mit jemandem Auftragsarbeiten, die für mich komplett anonym sind. So, wir kriegen Auftrag rein, ich mache mit den Tuning-Autos Fotomodel-Job und mehr ist es nicht. Ja, ist okay. Ja. Das ist was Privates und deswegen habe ich Chan und Co. auch nie gesagt, weil es sie einfach nicht angeht. Aber davon wusste ich ja legit halt auch nichts. Nee, man weiß ich ja immer auch niemand nichts. Von. Ja, das ist ja dann so. Eine Handvoll Menschen. So, dass Kellerhändler das wusste, das haben sie halt mitgekriegt, weil ich halt mal erwähnt habe, na, mein Partner würde ich das sagen, so, weißt du. Dafür wird er mitgenommen. Aber dass er ihnen sowas droppt, das hat nur alles viel mehr in Gefahr gebracht. Das ist richtig, ja. Ich glaube, das hat's halt eskalieren lassen, aber ich habe zu Kellerhändler auch gesagt, ne, ich halte ihn da raus, so. Weil letztlich hat er sich dafür eine Kugel gefangen, dass er mir loyal gegenüberstand und nichts gesagt hat, auch wenn er das, was er gesagt hat, viel schlimmer macht, aber das sieht er anders. Aber gut. ich habe ihm auch nichts weiter zu sagen, was das angeht. Ja, alles so. Aber ich muss ich tatsächlich auch bald mich hinlegen gehen. So. Ja, ich auch, tatsächlich. Mhm. Deswegen sollten wir vielleicht irgendwo hin, wo wir alle pennen können. Ja. So, und was machen wir jetzt? Ja, das ist, deswegen bin ich jetzt zu euch gekommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, sollen wir sie in Schutzhaft stecken? Möchten sie um Asyl anwerben? Was wollen wir jetzt für sie tun? Nichts, da mein Bruder ja bei der Security ist, denke ich, dass sie mir Geleitschutz geben können, die Nacht. Mich auch sicher irgendwo unterbringen können. Die Security? Ja. Mit Tasern? Wir haben keinen Taser, noch nicht mal. Also mit Gartenwaffen. Gartenwaffen? Keine Ahnung. Nein. Ganz ja, ehrlich, wenn halt, die mitkriegen, dass ich hier bin, denken die nur noch mehr, ich sei eine Snitch. So, das macht's nur schlimmer. Ich muss auf jeden Fall hier weg. Ich bin mit halt, hergekommen, damit er nicht weiter verfolgt wird. So. Das ist halt generell so, keine Ahnung. Also bei mir ist es halt auch so, ja, Schutzhaft schön und gut, aber das wird sich ja dann nicht legen. Nee, so, das Schutzhaft ist immer zu Ende und dann geht's hier von vorne los. Also im Großen und Ganzen versuchen wir sie jetzt hier mal rauszuschaffen, damit sie sich erstmal untertauchen können. Echt, ja. Das ist aber immer so problematisch, weil es aber von der Firma rein untertaucht. Problematisch wäre es nicht, wenn man mich unten in ein Auto sitzt und rausbringt. So. Das wäre eine Möglichkeit, hier safe rauszukommen, mich einfach in ein Fahrzeug hinten reinzusetzen, irgendwo hinzubringen, wo ich einen Wagen habe oder einen kriege und dann erstmal die Nacht zu verschwinden. Und sie glauben, dass sie dann sicher wären? Für den Moment. Wie weit? Ne? Da müssen wir weit denken. Also wenn das der Kiez ist, dann werden sie es schwer haben auf diese Insel, weil dann? Die ihre Augen und Ohren überall haben. Ja, ich auch. Ja, wie viele Augen haben sie und wie viele Augen haben die? Ich glaube, ich habe mehr. Das ist ja gerade das Problem. Ja, also. Ich genau das denke. Kann aber gerade nicht. Jo, tschüssi. Und wenn sie jetzt die ganzen Augen mal zusammentrommeln und die ihnen Schutz geben? Ja. Deswegen muss ich ja jetzt hier raus, aber da muss ich auch erstmal weg. Dann weiß also ich auch, wo ich hin kann. Wie ich halt von meinen Leuten jetzt erfahren habe, dass mein Auto, was jetzt vor der Tür steht, das haben die jetzt gespottet. Das haben sie in der Firma gesehen, das haben sie jetzt hier gesehen. Das drin sitzen. Ja, wenn die schon zu ihnen aufs Schiff fahren, werden die schon genau wissen, wen sie haben wollen. Ja, aber ja die auch. Wissen nicht, wo ne, ihr wohnt etc. pp. Doch, das wissen sie auch. Warum? Weil Alessia war so. Und der hat genauso Kontakt mit denen gehabt. Du weißt, dass sie mit Isaac zusammen war. Ja, und ein Isaac war bei uns. Also Kiez weiß ganz genau, wo ich wohne.
Aber wir haben ja noch ein zweites Haus, oder nicht? Also wir können schon. Das ist kein Problem. Wir müssen das Auto nur wegtun. Wegbringen. Also am besten wäre es irgendwie, wenn sie irgendwie organisieren könnten, dass wir zumindest mit dem Auto, was wir jetzt haben, wegkommen. Dann stellen wir das irgendwie hin und dann müssen wir von da aus dann irgendwie dann nach Hause kommen. Das ist die Variante, die ich mir gut vorstellen könnte. Den Rest, keine Ahnung, müssen wir dann halt gucken, was passiert. So. Kann jetzt auch nicht 24-7 in der Bude bleiben. Oder ein Schutz oder was weiß ich. Geht ja nicht. Ob das zumindest heute Abend heil rauskommt. Ist heute nichts passiert. Ja, ich verstehe. So, ich verschaffe mir jetzt mal, Sie bleiben jetzt mal hier, ich verschaffe mir mal einen Überblick da draußen. Ja. Da war ein Fehler. Ist jetzt eingeschlossen? Ja, das war ein Fehler. Dein Ernst? Fuck. So eine Scheiße. Ich wollte gerade rauslaufen, mich auf die Wespe schwingen und abhauen. Ah, das hab ich doch schon gewusst, dass ich in meinem Rucksack einen Haufen Waffen habe, ne? Ja, was ja trotzdem viel des Covers ist. Er meinte auch gerade, das ist schon. Das kann man der Presse nicht sagen, dass sie eine Security schon hier hinfliegen muss. Ja, das war eher der Situation geschuldet, ne, dass er nicht wusste, warum man jetzt verfolgt wird, so. Und hat Shark schon recht, zu sagen, ja, wie wollt ihr euch gegen Schusswaffen wehren, wenn ihr nicht mal Taser habt, so. Ja, ja. Dafür seid ihr einfach nicht ausgerüstet, aber vielleicht erkennt Fischer das dann mal, dass ihr vielleicht dann auch wirklich Personen schützen könnt, wenn ihr solche Sachen zur Verfügung habt und nicht euch im PD verkriechen müsst. Genau, ja, das ist kritisch. Es wird das schon allein reicht, wenn unser scheiß Gebäude ausgebaut wird. Ja. Das wird schon so viel leichter. Einfach Tür abschließen. Ich kann einfach alles direkt bekommen und das. Ja. Und, oh, der Penner, müssen auch, ich hasse das, eingesperrt zu sein. Wir müssen auch bedenken, als staatliche Firma laufen wir zum PD. Ja. Außer der Geschichte. Ich will hier raus. Ja, aber. Soll ich den Kiez mal anrufen, was ob alles gut ist, so? Was sie so treiben? Hm? Ja, ungelogen, ne? Also du kennst mich, Jules. Und weißt du, was meine erste Intention war? Ich fahr dahin. Ja. Dann lass uns doch ins Auto steigen und in die Tanke fahren. Also nicht in die Tanke fahren, bitte, aber an die Tanke fahren. Ja, das war meine erste Intention, aber hier die bessere Hälfte neben mir, die meint die ganzen, nö, mach nicht. Und die Mitarbeiter auch, nö, kannst du nicht machen. Aber das ist halt mein Blut so. Ich bin ja, nicht der. Das ist like you. Tut mir leid, Jesse, aber das ist. Wir ticken anders. Wir gehen lieber den frontalen Weg und klären Sachen, anstatt uns zu verkriechen. Und das macht mich gerade kirre, dass er mich hier eingesperrt hat. Ja, kenne ich, fühle ich auch, aber ich darf nicht mehr. Ja, dann muss er nicht. Steht nicht Fischer da hinten rum? Weiß ich nicht, hab ich ihn weggedrückt. Mal. Ja, der steht doch da hinten mit den anderen FIB-Lern. Habe ich dich irgendwo alleine fahren lassen? Liege ich lieber im Krankenhaus als alles andere. Ja, ich will hier rauf. Nimmst was du meine so? Waffen? Fischer, bist du gerade im PD? Bist du gerade im PD? Ach, scheiße. Ja, es gibt einen kleinen Konflikt gerade. Ich habe die Information heute ungefähr, wo ich, so, keine Ahnung, 17, 18 Uhr bin ich aus dem Haus gegangen. Da habe ich die Information erhalten, dass mich eine gewisse Gruppierung eventuell einsacken möchte. Kiez. Ja, das ist eine Situation, das ist von einer anderen Person. Die muss das aber selber erzählen, wenn sie möchte, weil das kann ich nicht einfach sagen. Aber das Problem. Ja, genau. Und das Problem ist, dass diese Leute, also Kiez, eben an der Firma die ganze Zeit waren und mit den Jugulas rumgefahren sind und ich aus Sicherheitsgründen einfach zum PD gefahren bin. So, jetzt bin ich PD und irgend so ein Detective, den Namen habe ich jetzt vergessen, wie hieß der? Hallo? Ja. Shark. Stark. Officer Shark, genau. Ja, mit denen sind wir gerade am Bequatschen und ja. Ich weiß momentan tatsächlich auch nicht weiter. Ich bin noch momentan ziemlich aus dem. Weil an der Firma ist jetzt in letzter Zeit so viel passiert. Wir wurden überfallen, wir wurden gespottet, wir wurden jetzt. Jetzt werde ich da wahrscheinlich.
Wegen einer Information, die ich droppen soll über eine Person. Über meine Schwester. Darf ich es ihm sagen? Ja, dann wird doch wissen, wer deine Schwester ist. Nee, weiß er eben nicht. Sag ihm einfach nur Cookie Lady, reicht schon. Ja, das ist halt das ist die Frage. Ich weiß halt nicht, was Sachen ist. Also, meine Schwester ist hier vom Casino. Ja, deswegen habe ich dich auch eben angerufen. Aber. Ja, wir sind eh eingeschlossen. Komm mir nicht weg. Ja, ist so, danke dir. Ja, er meint, er klärt das jetzt. Also, die Finger von mir lassen sollen. Hätte ich Fischer doch direkt angerufen. Sagst du, wie es ist, wenn ich könnte, ne? Ach du, du bist mal ganz schwer. Was willst du? Du kannst gar nicht. Fressoma. Du bist diejenige, die mich zurückgehalten hat. Das hätte schon längst geklärt gewesen sein können. Mm. Längst in der Koje sein können. Ja, wie längst im Krankenhaus gewesen sein können, genau. Ja, ist doch scheißegal, aber dann wäre ich jetzt wenigstens am Schlafen. Ja, genau. Und ich vielleicht im Koma, genau. Die hätten, ungelogen, ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber ich glaube niemals, dass Kiez mir irgendwas antun würde. Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Ich auch nicht. Aber wer ist dann dafür verantwortlich? Es hat niemanden interessiert, was mit meinem Nebenbusiness zu tun hat, außer Chan. Ja, aber ich habe auch mit Kiez vor zwei Tagen, habe ich ja mit denen ausgemacht, dass ich den Club wieder voranbringen möchte. Deswegen. Und wir sind auch in generellen Kontakt. Wir helfen uns gegenseitig aus, auch was Informationen angeht und ich so weiter. Ich doch auch nicht. Das ich verstehe halt... es auch nicht. Aber ich vertraue dem Ganzen auch gerade nicht. Ich habe keinen Plan, wer sonst hinterstecken könnte. Einfach weil diese Verkettung von Ereignissen, wie sie gestern passiert sind und das, was Feli gesagt hat, das, was Callahan gesagt hat, er hat die eine Nummer checken lassen, die gehört zu Tony, der auch zum Kiez zumindest dort chillt. Ne? Und was für Indizien brauchen wir denn noch? So, die Nummer, die Kellerin anruft, irgendwo hinzitiert, wo er eingepackt wird. Nee, ja, geht eben zum der... Kiez. So, die Nummer, ich habe mich mit jemandem treffen wollen, ebenfalls vom Kiez. Nee, der ist dort okay. An der Stelle eingepackt und niemand wusste, dass ich mich dort mit ihm treffen wollte. Bei uns war das auch Kiez. Das ist doch schon safe, dass die da sind, aber trotzdem. Ja, weil bei uns ist einer auf dem Bike warum... mitgefahren und ein Mitarbeiter von uns hat ihn erkannt, dass es halt Nick war. Ja, wie weit war der weg? Ist halt auch schwierig. Hat der Adler Augen? Der war nicht so weit weg. Der war fast vor unsere Nase. Ist er lang gefahren. Wir sind ja auch mit dem Jugendamt an uns vorbeigefahren, auch unmaskiert. Ja. Aber ich habe da keinen erkannt direkt. Ja. Ach, ist doch schon wieder alles Much. Echt? Ich hätte das mit Fischer. Ich hätte es einfach sein lassen und einfach mit Fischer. Ja. Ich mache in Zukunft nur noch mit Fischer. Ich mache nichts mit den scheiß Coppers hier. Die gehen mir auf den Sack. Wenn die mich jetzt hier nicht gleich rauslassen, dann heul ich. Die gehen mir aufs Sofa und schlaf. Die mich raustragen. Du hättest es am besten mit Fischer dahin versäumt. Ja, ich sag ja, es würde als wenn ich Fischer nicht weggedrückt hätte, besser mit Fischer passieren. Auch Ali hat zu mir gesagt, ich soll das mit Fischer lieber klären. Ich weiß jetzt auch warum. Die Koppers immer so einen scheiß Bürokratiekram draus machen. Alter, ich bin das ja gewohnt, in eine Zelle eingesperrt zu werden, ne? Aber nicht in so ein scheiß Büro. Wenn ich dagegen kloppe. Ruf doch einfach mal den Kiez an, wie ihr das Ganze eskaliert. Frag sie doch einfach mal. Ja, Frank, wen soll jetzt? Keine Ahnung. Chan. Was soll ich denn sagen? Ja, irgendjemand hat mir gesagt, dass ihr eventuell was von mir wollt, oder was? Sie lässt ja auch wieder in Gefahr. Will Fischer da gerade hinfahren? Der Fischer ruft nach. Toll, das macht's nur noch schlimmer. Da dann denken sie doch erst recht, wenn es nicht... Ach, jetzt kommt der wieder. Der ist jetzt raus. Nein. Ich habe auch gerade gar nichts gesagt von der Situation. Ja, ich weiß, stimmt. Aber einfach wenn nur gesagt, dass. Und nachfragt, ja. Lassen Sie uns so. Jetzt raus. Ja, jetzt sollten wir vorher mal absprechen, wie wir das Ganze aufziehen. Punkt 1 ist, wenn Sie hier raus wollen, aber trotzdem noch weiter rumfahren, tun Sie das mit Fahrzeugen, die nie auf Sie zugelassen sind. Ja,
Das Kennzeichen kriegen die raus. Das ist aber ganz schlecht für die Polizei, wenn sie das zugeben, dass die das rauskriegen. Warte, Schafe gibt's überall. Ja, ist okay. Entschuldigung. Draußen ist soweit nichts zu sehen, alles ruhig, heißt aber nichts, sie können gegenüber auf den Dächern sitzen oder sonst was. Ja. Ich würde vorschlagen, ich hole jetzt mal eine CTF rein dran, dass die als, sagen wir, Geleitschutz mit ihnen dann mitfahren. Und dann nehme ich die Dame mit. Wo wollen sie dann hin? Eigentlich nur rüber zum Casino-Parkplatz. Wenn ich dann, dann kann ich mir ein Auto nehmen, was nicht auf mich zugelassen ist. Ja, und wenn die dann da drüben stehen, dann war es das. Boom. Das müssen sie erstmal alles über Bord werfen, wo sie auch immer was machen. Ja, das ist schwierig, weil ich habe Dienstfahrzeuge, die halt dann nicht auf mich zulassen, sondern auf der Firma, aber die stehen an der Firma und Firma wissen sie auch. So. Ich habe dann noch einen eingepackt, der ist aber auf mich zugelassen. Ja, das ist scheiße. Ich habe Autos noch, die nicht auf mich zugelassen sind. Ja, aber wo? Am Parkhaus. Bei uns. Ja, genau. Ja. 10 von 22. Ja, das ist das einzige Parkhaus bei uns in der Nähe. Also als ob die nicht so schlau wären und da dann auch sein würden, könnten. Also keine Ahnung. Ja, das macht keinen Sinn. Das könnte alles sein. Ich rufe jetzt erstmal die CTF-Einheit rein, dass wir da ein bisschen Schutz bekommen. Oh nein, ich habe noch Autos an der Verwahrstelle, die nicht auf mich zugelassen sind. Okay, wir fahren zur Verwahrstelle. Perfekt. Ja, Verwahrstelle ist gut. Da ich bestimmt auch noch ein Auto. Kopf funktioniert. Nein, doch noch. Sie beiden halten sich verdeckt. Die Dame kann gerne die Autos holen. Die ist jetzt nicht in dem Schussfeld wie Sie beiden. Agieren Sie klug. Ja, versuche ich gerade. Merke ich. Es ist unklug, die Polizei einzuschalten. Das ist klug, das nicht zu tun. Können wir mal ins PD kommen? Ich brauche unbedingt 2 Cover-Einheiten. Ja. Dann nehmt halt die normalen, aber ihr sollt quasi nur Schutz leisten für Personen, die jetzt in Gefahr sind und die wollen jetzt quasi wieder an Orte.